Nanu, Holmes. Gewöhnlich unterbrechen Sie Ihr Geigenspiel doch frühestens zum Lunch. Was ist los mit Ihnen? Ich habe nachgedacht, Watson. Nun, Holmes, das überrascht mich nicht sonderlich. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich bisher noch keinen Augenblick erlebt, in dem Sie einmal nicht damit beschäftigt waren, über einen Ihrer Fälle nachzudenken. Genau das ist es ja. Wissen Sie eigentlich, wie lange es schon her ist, dass wir einen Fall hatten, der es auch nur ansatzweise verdiente, dass ich mich ihm widme? Die Leute belästigen mich mit kleinlichen Erbschaftsangelegenheiten und vermuten einen verschollenen Rembrandt hinter jedem Ölgemälde, das sie auf dem Dachboden finden. Und geraubte Kronjuwelen hinter jeder Glasperlensammlung. Sogar die Herren von Scotland Yard bemühen mich wegen Kleinigkeiten, deren Aufklärung ihnen spielend gelingen würde, wenn sie nur einmal selbst ihre geistigen Fähigkeiten bemühen würden. Holmes, Holmes, Sie übertreiben. Ich gebe zu, dass es in letzter Zeit etwas ruhiger war. Aber der eine oder andere interessante Fall war doch immer dabei. Mein lieber Watson, ich übertreibe keineswegs. Sehen Sie sich diesen Brief hier an. Er ist mir gestern Abend zugestellt worden, während Sie Ihren Abendspaziergang gemacht haben. Sie haben mir nichts von einem Brief gesagt. Naja, er erschien mir nicht der Rede wert. Darf ich? Bitte. Lieber Mr. Holmes, es wäre mir sehr wichtig, Sie bezüglich der Frage zu konsultieren, ob ich eine Stelle als Gouvernante annehmen soll, die mir vor kurzem angeboten wurde. Ich werde Sie morgen um 10:30 aufsuchen und hoffe, Sie mit dieser Angelegenheit nicht zu sehr zu belästigen. Mit freundlichen Grüßen, Violet Hunter. Kennen Sie diese junge Dame, Holmes? Nicht im Entferntesten. Aber dieser Brief ist wieder einmal bezeichnend. Die traurige Aufgabe meiner detektivischen Praxis scheint es in der Tat nur noch zu sein, verlorene Bleistifte wiederzufinden und jungen Damen aus Internaten Ratschläge zu erteilen. Noch dazu, wie ich bemerken muss, jungen Damen, die sich nicht in Pünktlichkeit üben, da es bereits einige Minuten nach 10:30 ist. Ach, Holmes, Sie sehen die Dinge zu schwarz. Vielleicht verbirgt sich hinter der Anfrage dieser jungen Dame ja ein spannender Fall. Watson, ich bewundere Ihren Optimismus. Leider kann ich ihn nicht teilen. Wie dem auch sei, wir werden es in Kürze von Miss Hunter selbst erfahren, denn ich zweifle nicht daran, dass sie es war, die soeben geläutet hat. Holmes, ich bitte Sie, wir hatten schon oft Fälle, die sich erst auf den zweiten Blick als interessant erwiesen haben. Denken Sie doch nur an... Herein. Miss Hunter, wie ich vermute. Ja, genau, Mr. Holmes. Sie sind doch Mr. Holmes. In der Tat, das bin ich. Ich darf Ihnen meinen Freund und Kollegen vorstellen. Dr. Watson. Guten Tag, Miss Hunter. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ich hoffe, Mr. Holmes, Sie entschuldigen, dass ich Sie mit einer scheinbar so unwichtigen Sache belästige. Den ganzen Weg habe ich mich gefragt, ob ich so einen berühmten Mann wie Sie überhaupt mit so einer Kleinigkeit behelligen darf. Ich habe mir sogar unten vor der Tür noch überlegt, ob ich nicht besser umkehren soll, weshalb ich wohl ein paar Minuten zu spät bin. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber, Mr. Holmes, ich habe ein so merkwürdiges Angebot bekommen, dass ich mich einfach mit einem Menschen besprechen muss. Und da ich keine Eltern oder sonstigen Verwandten habe, die ich um Rat fragen könnte, und weil ich noch vor kurzem in der Zeitung über Ihren letzten Fall gelesen habe, dachte ich, Sie wären vielleicht so freundlich, mir zu sagen, was ich in dieser Angelegenheit tun soll. Beruhigen Sie sich erst einmal, Miss Hunter. Ich bin sicher, mein Freund wird gern alles für Sie tun, was in seiner Macht steht. Nicht wahr, Holmes? Aber selbstverständlich, Watson. Also, Miss Hunter, dann erzählen Sie doch mal der Reihe nach, was Sie so sehr beunruhigt. Also, ich war 5 Jahre lang Gouvernante in der Familie von Colonel Spence Monroe. Vor 2 Monaten wurde der Colonel nach Halifax, Neuschottland, versetzt. Und selbstverständlich hat er seine Frau und seine Kinder mit nach Amerika genommen, sodass ich ohne Anstellung war. Ich habe Anzeigen aufgegeben und beantwortet, aber es war alles ohne Erfolg. Und irgendwann ist dann das wenige Geld, das ich über die Jahre gespart hatte, knapp geworden. Von 4 Pfund im Monat kann man leider nicht besonders viel sparen, Mr. Holmes. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte, und deshalb habe ich mich an eine Agentur für Gouvernanten gewendet. Ich habe mein letztes Geld ausgegeben, um eine Fotografie von mir anfertigen zu lassen und die Aufnahmegebühr für die Agentur zu bezahlen.
Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gebetet, dass ich möglichst bald ein Stellenangebot bekomme. Als ich dann gestern einen Brief von der Agentur bekam, schien es, als hätte der Himmel mein Gebet erhört. Es war in der Tat ein Stellenangebot. Aber was für eines, Mr. Holmes, was für eines. Darf ich fragen, was dieses Stellenangebot so ungewöhnlich macht, dass Sie es für notwendig halten, zunächst meinen Rat einzuholen, ehe Sie darauf antworten? Aber ja, natürlich, selbstverständlich, Mr. Holmes. Das muss Ihnen ja von mir alles sehr dumm vorkommen. Also, es handelt sich um eine Stellung bei einem gewissen Mr. Rucastle in einem Haus auf dem Land in Hampshire, 5 Meilen hinter Winchester. Er lebt dort mit seiner zweiten Frau und seinem 6-jährigen Sohn, mit dessen Erziehung ich betraut werden soll. Es gibt wohl noch eine ältere Tochter aus erster Ehe, aber die ist wohl vor kurzem nach Amerika gegangen. Mr. Rucastles erste Frau ist vor vielen Jahren gestorben, müssen Sie wissen. Nun, so weit war an dem Angebot ja auch nichts ungewöhnlich. Aber dann las ich, dass mit der Stellung eine Bedingung verknüpft ist. Ich hätte die Stellung nicht nur unter allen Umständen sofort anzutreten, sondern vor allem müsste ich mir meine Haare kurz scheren lassen. Und um mich für diese Unannehmlichkeit zu entschädigen, wollte man mir ein Gehalt von 10 Pfund pro Monat zahlen. 10 Pfund, Mr. Holmes. Das ist ein Gehalt, von dem eine einfache Erzieherin wie ich nur träumen kann. Aber dafür die Haare abschneiden lassen. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich das las. Wie Sie bemerken werden, Mr. Holmes, habe ich ziemlich üppiges, langes Haar und ich war immer sehr stolz darauf. Man hat mir sogar einmal gesagt, es sei künstlerisch wertvoll und ich hätte nie im Traum daran gedacht, es mir eines Tages abschneiden zu lassen. Die Schönheit Ihrer Haarpracht in allen Ehren, Miss Hunter, aber Sie haben mich doch hoffentlich nicht aufgesucht, um mich wegen eines neuen Haarschnitts zu konsultieren. Nein, nein, das heißt auch. Also, das mit dem Abschneiden der Haare und dem ungewöhnlich hohen Gehalt, das mir geboten wurde, das hat mich schon stutzig gemacht. Also bin ich zu der Agentur gegangen, um mich zu erkundigen, ob dieses Angebot von Mr. Rucastle wirklich seriös ist und ob es wirklich notwendig ist, dass ich mir die Haare für diese Stellung abschneiden lasse. Dort hat man mir dann erzählt, dass Mr. Rucastle den besten Leumund hat. Er hat sich die Fotografien der Agentur durchgesehen und sich sofort für mich entschieden. Allein anhand der Fotografie, Mr. Holmes. Meine Zeugnisse schienen ihn gar nicht zu interessieren. Und er hat ausdrücklich betont, dass er mich für diese Stellung nur haben wolle, wenn ich mir die Haare abschneiden ließe. Und als ich dann sagte, dass ich mir die Haare auf keinen Fall abschneiden lassen würde, da sagte man mir, dass sich die Agentur weigern würde, mich weiter zu vermitteln, wenn ich ein so prächtiges Angebot ablehnen würde. Und da musste ich ja zusagen, Mr. Holmes. Ich hatte ja keine andere Wahl, denn ich hatte keinen Penny mehr in der Tasche. Aber als mir dann die genaue Anschrift von Mr. Rucastle gegeben wurde, da lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Mr. Charles Rucastle, Villa Blutbuchen, Cuppersville, Hampshire. Also, Miss Hunter, ich darf zusammenfassen. Sie sind besorgt, weil Ihnen die Anschrift Ihres neuen Arbeitgebers einen eiskalten Schauer über den Rücken jagt. Weil Sie anhand einer Fotografie und nicht aufgrund Ihrer Zeugnisse für diese Stellung ausgesucht wurden und weil man Ihnen einen größeren Eingriff in Ihr Äußeres abverlangt. Nun ja, wenn Sie es jetzt so formulieren. Miss Hunter, ich darf Ihnen sagen, wenn Sie keine weiteren Anhaltspunkte haben, dass es sich bei dieser Stellung um ein zweifelhaftes Angebot handelt, dann kann ich Sie gewiss beruhigen. Es gibt in Ihrer Erzählung nichts, was mich ernsthaft an der Seriosität dieses Angebots zweifeln ließe. Und die Sache mit Ihren Haaren, ja, Miss Hunter, wahrscheinlich ist die Frau Ihres neuen Arbeitgebers etwas eifersüchtig, sodass ihm diese kleine Minderung Ihrer Schönheit notwendig erscheint. Also, wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass Sie keinerlei Grund haben, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Meinen Sie wirklich, Mr. Holmes? Ganz bestimmt. Und sollten sich entgegen der Erwartung meines Freundes ernsthafte Probleme in Ihrer neuen Stellung auftun, dann zögern Sie nicht, uns zu informieren. Danke, Dr. Watson. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Nun, wenn Sie beide meinen, dann werde ich die Stelle wohl annehmen. Am besten gehe ich gleich zum Friseur und bringe die Sache mit den Haaren hinter mich. Entschuldigen Sie bitte nochmals, dass ich Sie mit so einer unsinnigen Sache belästigt habe. Es war sicherlich sehr dumm von mir. Keineswegs, Miss Hunter. Es ist immer besser, den Rat von Sherlock Holmes einmal zu viel als einmal zu wenig einzuholen. Nett von Ihnen, Dr. Watson. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Dr. Watson. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Miss Hunter. Holmes. Wie konnten Sie nur so schroff zu der jungen Dame sein? Vielleicht hat sie mit ihrer Vermutung recht,
dass sich hinter diesem Angebot eine dunkle Sache verbirgt. Mein lieber Watson, wenn mir junge Damen außer einem eiskalten Schauer auf dem Rücken und dem vagen Instinkt, dass mit einem Stellenangebot etwas nicht stimmt, keine weiteren Anhaltspunkte für dunkle Machenschaften liefern können, dann halte ich es für eine Beleidigung meines Denkvermögens, mit einem solchen Fall belästigt zu werden. Wie alle großen Menschen hatte auch mein Freund Sherlock Holmes einige Eigenschaften, die mitunter nicht leicht zu ertragen waren. So konnte er zu einem richtigen Griesgraben werden, wenn er über längere Zeit keinen Fall hatte, der sein Denken zur Gänze in Anspruch nahm. Auch Miss Hunters Erzählung weckte nicht die Spürlust bei meinem Freund, die ich in all den Jahren bei ihm immer so sehr bewundert hatte. Holmes hielt nicht viel von Instinkt und von weiblichem Instinkt erst recht nichts. Für ihn stand das klare, logische Denkvermögen an der Spitze der menschlichen Geisteskräfte. In diesem Fall sollte sich mein Freund Holmes allerdings täuschen. Es wartete ein sehr interessanter Fall auf uns, der sein gesamtes detektivisches Können verlangte. Denn Miss Hunters Instinkt, dass an diesem Stellenangebot irgendetwas nicht stimmte, sollte sich als überaus zutreffend erweisen. Hunter, herzlich willkommen auf Villa Blutbuchen. Schön, dass Sie sich so schnell entschließen konnten, unser Angebot wahrzunehmen. Guten Abend, Mr. Rucastle. Ich werde Ihnen, denke ich, erst mal Ihr Zimmer zeigen, Miss Hunter. Toller? Bei der Gelegenheit kann ich Ihnen gleich unseren Mr. Toller vorstellen. Er ist so etwas wie unser Mädchen für alles. Wir haben sonst keine Angestellten, da wir in unseren eigenen vier Wänden die Diskretion sehr schätzen. Ich hoffe doch sehr, dass wir uns in dieser Hinsicht verstehen, Miss Hunter. Aber selbstverständlich, Mr. Rucastle. Mit wem sollte ich auch schon über Sie reden? Ich kenne ja hier in der Gegend keinen Menschen. Sehr gut. Toller, das ist Miss Hunter, die neue Gouvernante für unseren Philipp. Guten Abend, Mr. Toller. Guten Abend. Bringen Sie das Gepäck von Miss Hunter in das Zimmer von Miss Alice und kümmern Sie sich dann um... Na, Sie wissen schon. Ja, Sir. So, Miss Hunter, wenn Sie mir bitte folgen wollen, dann zeige ich Ihnen jetzt Ihr neues Domizil. Mr. Toller scheint mich nicht sehr zu mögen. Ach nein, das ist bloß seine Art. Toller ist kein sehr gesprächiger Mensch. Darum schätzen wir seine Gegenwart auch so sehr. Außerdem, meine liebe Miss Hunter, müssen Sie wissen, dass der gute Toller, nun, wie soll ich mich ausdrücken, gerne mal den einen oder anderen über den Durst trinkt. Es sollte mich nicht wundern, wenn er heute wieder einmal einen Kater hat. So, da wären wir. Das hier ist Ihr Teil des Gebäudes, Miss Hunter. Hier ist Ihr Zimmer. Ursprünglich ist es das Zimmer meiner Tochter Alice gewesen, die uns ja leider vor kurzem verlassen hat, um in Amerika ihr Glück zu suchen. Das Zimmer Ihrer Tochter? Oh, Mr. Rucastle, sind Sie sicher? Ja, Miss Hunter, das ist schon in Ordnung. Außerdem sollen Sie ja gleich sehen, mit was für einer familiären Herzlichkeit wir Sie hier aufnehmen wollen. Jetzt machen Sie sich erst einmal frisch nach der langen Fahrt und dann kommen Sie runter in den Salon, damit ich Sie meiner Frau und Ihrem neuen Schützling vorstellen kann. Ach so, verlaufen Sie sich nicht. Man kann sich in diesem alten Haus leicht verirren. Die Treppe da hinten führt Sie direkt zu uns in den Salon. Und wohin führt die andere Treppe? Die andere Treppe? Ach, die muss Sie nicht weiter interessieren. Ich dachte nur, weil Sie sagten, man könne sich hier leicht verirren. Nun, Miss Hunter, wenn es Sie so sehr interessiert, sie führt zum Dachboden.
Das ist allerdings ein Ort, von dem Sie sich fernhalten sollten. In einem so alten Haus ist der Dachboden ein gefährlicher Ort. Da gibt schon mal die eine oder andere Bohle nach oder ein Balken fällt ganz unvermittelt herunter. Kein Aufenthaltsort für junge Damen, Miss Hunter. Und im Übrigen ist er verschlossen. Gut, Miss Hunter. Ich erwarte Sie dann also in einer halben Stunde unten im Salon. Ich werde da sein. Ach, und Miss Hunter, vielleicht sollte ich Sie noch darüber aufklären, dass Neugier eine Eigenschaft ist, die weder ich noch meine Frau sonderlich schätzen. Haben wir uns verstanden? Ich denke schon, Mr. Rucastle. Philipp, mein Schatz, könntest du nicht ein wenig leiser spielen? Schätzchen, bitte. Ah, Miss Hunter, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen, Mrs. Rucastle? Miss Hunter, wie schön, Sie bei uns zu haben. Ach, ich habe mich zu bedanken, dass ich hier sein darf. Und das ist unser kleiner Sonnenschein. Philipp, komm. Komm her und begrüß deine Gouvernante. Sie müssen verzeihen, Miss Hunter. Toller hat ihm heute einen Käfer aus dem Park geschenkt. Und er ist ihm hier im Salon entwischt. Jetzt versucht er schon den ganzen Nachmittag, den Käfer zu erschlagen und ist so konzentriert bei der Arbeit, dass ihm nichts anderes interessiert. Ja, so ist er, unser kleiner Liebling. Aber Sie werden sich sicherlich in den nächsten Tagen mit ihm anfreunden. Unser Philipp spielt ja so gerne mit Tieren. Sie müssen mir versprechen, dass Sie das unterstützen werden, Miss Hunter. Wenn Sie es wünschen, Mrs. Rucastle. So, aber nun setzen Sie sich erst mal und erzählen Sie ein bisschen von sich, Miss Hunter. Nein, nein, setzen Sie sich ruhig hierher ans Fenster. Also, Miss Hunter, dann erzählen Sie doch mal ein wenig von Ihrer Familie, von Ihrer letzten Anstellung, wovon Sie wollen. Nun ja, Mr. Rucastle, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Familie habe ich keine mehr. Meine Eltern sind früh gestorben und andere Verwandte besitze ich nicht. Und von meiner letzten Stellung bei Colonel Monroe wissen Sie sicherlich durch meine Akte in der Agentur. Ach ja, ich erinnere mich dunkel. Tja, vielleicht haben Sie ja noch ein paar Fragen an uns, Miss Hunter. Über Ihre neue Stelle oder über die Gegend hier. Eine Frage liegt mir in der Tat auf dem Herzen, Mr. Rucastle. Nur immer raus damit. Warum musste ich mir die Haare abschneiden lassen, um bei Ihnen in Stellung zu treten? Nun, die Haare, ja, Miss Hunter. Charles, ich glaube, da steht jemand unten im Park. Du hast recht, Henriette. Miss Hunter, Sie haben doch nicht etwa Ihren Liebhaber aus der Stadt mitgebracht. Aber niemals. Nun, dieser junge Mann, der scheint seinen Blick aber ganz eindeutig auf Sie gerichtet zu haben. Vielleicht sollten Sie ihm zeigen, dass Sie keinerlei Interesse haben und ihn fortwinken. Wenn Sie meinen, Sir. Sehen Sie, Miss Hunter, er geht. Aber ich schwöre Ihnen, Mr. Rucastle, ich kenne diesen Menschen nicht. Vielleicht ein Verehrer aus dem Dorf, der Sie heute auf der Fahrt hierher beobachtet hat. Wer weiß. Auf jeden Fall werde ich Toller sagen, dass er Edgar demnächst etwas früher rauslassen soll. Edgar? Edgar, Miss Hunter, ist ein absoluter Prachtkerl von einem Bluthund. Wir lassen ihn nachts über das Anwesen patrouillieren, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Der Einzige, auf den Edgar wirklich hört, ist Toller. Und wenn der nicht in der Nähe ist, dann würde ich keinem Menschen raten, sich diesem Hund auch nur auf 10 Meter zu nähern. Also, Miss Hunter, falls Sie sich irgendwann einmal entschließen sollten, uns bei Nacht und Nebel im Stich zu lassen, kann ich Ihnen dringend davon abraten. Haben wir uns verstanden? Oh ja, ich habe verstanden.
Mr. Rucastle, Mrs. Rucastle, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mich jetzt gern zurückziehen. Die Fahrt war doch anstrengender, als ich gedacht hatte. Aber selbstverständlich, Miss Hunter. Schlafen Sie gut. Gute Nacht, Miss Hunter. Wir haben Post bekommen. Miss Hunter hat einen Brief geschrieben. Bitte sehr. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn Sie sie nicht aufgefordert hätten, uns über die Entwicklungen Ihrer Anstellung zu informieren. Verehrter Mr. Holmes, lieber Dr. Watson, meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. In der Villa Blutbuchen geht es eindeutig nicht mit rechten Dingen zu. Miss Hunter berichtete uns von all den Merkwürdigkeiten, die ihr seit der Ankunft bei den Rucastles widerfahren war. Selbst mein Freund Holmes musste nun zugeben, dass sich hinter Miss Hunters Instinkt in der Tat ein interessanter Fall zu verbergen schien. Mr. Rucastles Geheimnistuerei, der abgeschlossene Dachboden, die ungewöhnliche Brutalität des Kindes, der geheimnisvolle Mann im Park und schließlich der aggressive Bluthund zur Sicherung eines einfachen Anwesens. Das alles ergoss sich wie Öl auf die schon viel zu lange stillliegende Geistesmühle meines Freundes. Sofort erwachte das alte Feuer in ihm. Da ich nicht fort kann, bitte ich Sie dringendst, mich hier aufzusuchen. Im Dorf befindet sich eine kleine Gaststätte mit dem Namen Zum Kupferwald, in der auch Zimmer zur Übernachtung angeboten werden. Ich bitte Sie inständig zu kommen. Ihre ergebenste Violet Hunter. Holmes? Ich hoffe doch sehr, dass Sie dem Hilferuf der jungen Dame nachkommen werden. Tja, Watson, ich muss gestehen, dass sich hinter dieser Sache doch etwas mehr zu verbergen scheint, als ich ursprünglich vermuten ließ. Tja, wir sollten die Koffer packen und Miss Hunter ein Telegramm zukommen lassen, dass wir uns sofort auf den Weg machen. Kutscher, sorgen Sie bitte dafür, dass unser Gepäck in die Gaststätte gebracht wird. Richten Sie aus, dass wir zwei Zimmer auf unbestimmte Zeit benötigen und in Kürze selbst erscheinen werden. Spätestens zum Abendessen sind wir da. Jawohl, Sir. Geht in Ordnung. Sagen Sie, guter Mann, kennen Sie sich aus hier in der Gegend? Ja, das will ich wohl meinen, Sir. Dann können Sie mir doch sicherlich auch sagen, wie man von hier am besten zur Villa Blutbuchen kommt. Na klar doch. Ich sehe ja gleich. Wenn Sie durch das kleine Wäldchen da gehen, ist nur ein paar Schritte. Los, auf zur Tat, Watson. Ach, Holmes, es war eine anstrengende Fahrt. Wollen wir nicht zuerst unsere Zimmer beziehen und ein wenig ausruhen? Wir haben in dieser Angelegenheit schon viel zu viel Zeit verloren. Miss Hunter befindet sich vielleicht in ernstlicher Gefahr. Darum ist es notwendig, so schnell wie möglich diese mysteriöse Villa in Augenschein zu nehmen. Ich muss gestehen, dass ich Miss Hunters unangenehmes Gefühl langsam nachvollziehen kann. Diese blutroten Bäume hier überall in der Abenddämmerung, das kann einem schon ein ganz schönes Unbehagen einflößen. Es besteht kein Anlass, sich vor Bäumen zu fürchten, mein lieber Watson. Angst sollte man nur vor Menschen haben. Die menschliche Seele mit all ihren Abgründen ist das Einzige, was es wert ist, sich vor ihr zu fürchten. So, das nur nebenbei. Ah, wie mir scheint, sind wir am Ziel. Es sollte mich wundern, wenn das Licht, das uns dort zwischen den Zweigen entgegenleuchtet, nicht von der Villa Blutbuchen stammt. Es sind erstaunlich viele Räume erleuchtet. Dafür, dass sich in dem Anwesen nur so wenige Personen aufhalten. Miss Hunter, Mr. Rucastle, seine Frau, ihr Sohn, tja. Und dann noch dieser Diener, von dem Miss Hunter geschrieben hat.
Schauen Sie, Holmes, da oben am Fenster. Miss Hunter. Ja. Zumindest gehe ich davon aus, wenn ich mir die Frisur ansehe. So viele junge Damen mit kurzen Haaren wird es in dieser ländlichen Gegend sicherlich nicht geben. Ah, Watson, wie ich sehe, bemühen Sie Ihre Geisteskraft. Nun, in diesem Fall war das auch nicht besonders schwer, Holmes. Ich hoffe, sie hat unser Telegramm erhalten. Sie winkt. Anscheinend hat sie uns gesehen. Nein, Watson, das glaube ich nicht. Ihr Winken gilt einem anderen. Da vorne. Der junge Mann. Sie winkt ihn weg. Also genauso, wie sie es im Brief geschrieben hat. Dann scheint sich dieser junge Mann ja jeden Abend auf das Anwesen zu schleichen. In der Tat. Und ich bin mir sicher, dass wir der Lösung dieser mysteriösen Vorgänge ein gutes Stück näher kommen, wenn wir diesem jungen Herrn ein paar Fragen stellen. Hey! Hallo! Warten Sie doch! Los, Watson, hinterher! Ach, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, Watson. In dieser Dunkelheit und diesem Dickicht werden wir ihn wohl kaum wiederfinden. Ach, sehr gut. Sehr gut. Verfolgungsjagden sind sowieso nichts für mich. Vielleicht könnten wir jetzt endlich zurück zur Gaststätte gehen, Holmes. Still! Was denn? Ich glaube, Watson, es wäre wirklich besser, wenn wir zur Gaststätte zurückgingen. Denn wie mir scheint, hat der Bluthund heute Ausgang. Nichts wie weg hier, Holmes! Ja! Hallo, Frau Wirtin. Komme gleich. Offen gesprochen mache ich mir ein wenig Sorgen, Watson, weil Miss Hunter noch immer keine Nachricht für uns hinterlegt hat. Ich mache mir viel größere Sorgen, dass wir diesem Ungetüm von Hund noch einmal über den Weg laufen. Guten Abend, Sirs. Was kann ich Ihnen bringen? Ach, Sie sind bestimmt die beiden Herren mit den Zimmern. Sie verfügen über eine scharfsinnige Beobachtungsgabe, gute Frau. Naja, das war ja nun nicht so schwer. Fremde haben wir nämlich nicht so häufig hier bei uns im Dorf. Da kennt jeder jeden, nicht wahr? Interessant. Da kennen Sie doch sicherlich auch die Rucastles. Die Rucastles? Na, hören Sie mal, wer die hier nicht kennt. Da traut sich doch keiner dran vorbei an denen ihrer Villa. Wegen des Bluthundes? Ach was, wegen dem kleinen Hündchen. Nein, nein. Die Leute sagen, es liegt ein böser Geist auf der Villa. Ein böser Geist? Genau. Und die Leute sagen auch, dass dieser böse Geist mit Mr. Rucastle dort eingezogen ist. Wissen Sie, früher hat die Villa ja der Familie von Mr. Rucastles erster Frau, der seligen Miss Jane, gehört. Und kaum hatte Miss Jane Mr. Rucastle geheiratet, da starb ihre ganze Familie, einer nach dem anderen. Als wäre mit diesem Rucastle die Pest ins Haus gekommen. Naja, und schließlich ist dann auch Miss Jane selbst gestorben. Ein herzensguter Mensch. Und so jung ist sie noch gewesen. Aha. Und seitdem gehört die Villa Mr. Rucastle, der sich ja, wie ich gehört habe, vor einigen Jahren wieder verehelicht hat. Genau so ist es, Sir. Aber es gibt doch, soweit ich weiß, noch eine Tochter aus erster Ehe, nicht wahr? Miss Ellis, oh ja, eine wahre Schönheit. Ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten und so ein sanftmütiges Wesen. Aber sie ist ja wohl vor kurzem nach Amerika ausgewandert, oder? Ausgewandert? Nach Amerika? Unsere Miss Ellis? Wer sagt das? Nun, ich meine, Mr. Rucastle hätte es erwähnt. Nun, wenn Mr. Rucastle das sagt, muss es ja wohl stimmen. Also, was wollen Sie denn nun zu essen haben? Gut, dass Sie fragen. Ich habe einen Bärenhunger. Bringen Sie einfach alles, was Sie da haben. Watson, Sie sind ein Vielfraß. Es reicht mir nun einmal nicht aus, mich nur an geistigen Genüssen zu laben, Holmes. Wir haben heute auf der ganzen Fahrt hierher keinen Bissen zu uns genommen. Und eben noch diese Hetzjagd mit dem Hund. Ich habe Hunger. Wie mir scheint, sind Sie nicht der einzige Mensch, der nach Hetzjagden hungrig ist. Wie meinen Sie das?
Schauen Sie sich mal den jungen Mann an, der eben zur Tür hereingekommen ist und sich gerade an den Tisch da hinten setzt. Was ist mit ihm? Da kommt er Ihnen nicht bekannt vor? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ach, Watson, ich wünschte, Sie würden lernen, die Menschen ein wenig sorgsamer zu beobachten. Sein Gang, seine Haltung. Ich könnte schwören, dass das der junge Mann ist, der uns eben vor der Villa entwischt ist. So, bitte sehr, die Herren, das ist alles, was die Küche zu bieten hat. Sagen Sie, Frau Wirtin, der junge Mann da drüben, können Sie uns sagen, wer das ist? Da hinten? Oh, das ist Mr. Fowler. Der wohnt ja auch schon seit ein paar Wochen. Weiß der Henker, was der hier in der Gegend will? Besten Dank, Frau Wirtin. Los, kommen Sie, Watson. Ich glaube kaum, dass der junge Mann jetzt eine Flucht quer durch die Gaststube unternehmen wird. Aber Holmes, das Essen! Später, Watson, später! Guten Abend, Sir. Ich darf mich vorstellen. Holmes, mein Name. Sherlock Holmes. Und das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Dürften wir uns einen Augenblick zu Ihnen gesellen? Was wollen Sie von mir? Nun, dasselbe, was wir vor einer knappen Stunde von Ihnen wollten, als Sie bei der Villa Blutbuchen vor uns geflüchtet sind. Einfach nur mit Ihnen reden. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Wie können Sie das wissen, noch ehe wir Ihnen überhaupt eine Frage gestellt haben? Uns würde nämlich interessieren, warum Sie sich jeden Abend so nah bei der Villa aufhalten. Ha? Darauf haben Sie doch bestimmt etwas zu sagen. Ich habe Ihnen nichts zu sagen, Mr. Holmes. Wenn Sie nun wohl bitte so freundlich wären, von meinem Tisch zu verschwinden. Ich kann Spione nämlich nicht ausstehen. Spione? Aber für wen um alles in der Welt sollten wir denn spionieren? Verschwinden Sie endlich. Oder muss ich handgreiflich werden? Nun, Watson, wie ich sehe, ist unsere Gegenwart an diesem Tisch nicht erwünscht. Guten Abend, Mr. Fowler. Watson, die Verschlossenheit dieses jungen Mannes gefällt mir nicht. Wir sind irgendeinem dunklen Geheimnis auf der Spur. Wenn es mir nur endlich gelingen würde, die Puzzlesteine zusammenzusetzen. Naja, gut. Morgen ist auch noch ein Tag. Wir sollten jetzt schlafen gehen, damit wir gleich in aller Frühe unsere Nachforschungen fortsetzen können. Ja, ja. Aber zuerst wird gegessen. Gut, Watson. Zuerst wird gegessen. Hatte meinen Freund Sherlock Holmes einen Fall erstmal gefangen genommen, konnte ihn nichts und niemand aufhalten. Nicht einmal ich und mein berechtigtes Bedürfnis nach ein wenig Behaglichkeit. In gewissem Sinne hatte auch Holmes etwas von einem Bluthund, der sich nicht von einer Spur abbringen ließ, wenn er einmal die Witterung aufgenommen hatte. Diesmal beruhigt es mich allerdings sehr, dass auch mein Freund Holmes, der ja sonst ein Meister im Spurenlesen war, mit all den Merkwürdigkeiten, die uns in diesem Fall begegnet waren, nichts anzufangen wusste. Miss Hunters Instinkt und das Misstrauen der Dorfbewohner gegenüber Mr. Rucastle. Die Bestie von Bluthund, die man sicherlich nicht zum Schutz eines Anwesens hält, das nichts zu verbergen hat. Und schließlich der geheimnisvolle Mr. Fowler. Welche Rolle spielte er in dem Puzzle, das selbst Holmes nicht zusammensetzen konnte? Watson? Ja, was denn? Holmes, sind Sie das? Ja, nun machen Sie schon die Tür auf. Was um alles in der Welt ist denn los, dass Sie mich so früh wecken müssen? Früh, mein lieber Watson, mir scheint, Sie vertragen die Landluft nicht. Es ist bereits kurz vor acht. Ja, aber doch noch immer kein Grund für diese Weckaktion. Miss Hunter hat uns eine Nachricht zukommen lassen. Sie hat unser Telegramm erhalten und erwartet uns um 8 Uhr unten in der Gaststube. Also los, ziehen Sie sich an. Wir wollen die junge Dame doch nicht warten lassen. Ja. Ah, Miss Hunter, ich hoffe, Sie warten noch nicht allzu lang auf uns. Nein, keineswegs, Mr. Holmes. Ich bin ja so unendlich froh, dass Sie beide sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Aber das war doch selbstverständlich, Miss Hunter. Wenn eine junge Dame in Not ist, helfen wir immer gern.
Nicht wahr, Holmes? In der Tat, Watson. Wir müssen uns allerdings beeilen. Mr. Rucastle hat mich nur deshalb allein fortgehen lassen, weil ich gesagt habe, dass ich noch ein paar dringende Besorgungen im Dorf zu machen hätte. Wenn ich nicht in spätestens einer Stunde zurück bin, wird er Toller ins Dorf schicken, um nach mir zu suchen. Also gut, Miss Hunter, beeilen wir uns. Erzählen Sie uns, was sich inzwischen zugetragen hat. Ach, Mr. Holmes, ich wünschte, ich hätte von Anfang an auf mein Gefühl gehört und wäre gar nicht erst hierher gekommen. Ich spüre jeden Tag mehr, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung ist. Jeden Abend dieser Mann, der unten im Park steht und heraufschaut. Aber anstatt, dass man einfach die Vorhänge zuzieht, muss immer ich mich ans Fenster stellen und ihn fortwinken. Und dann der Dachboden, Mr. Holmes. Ich sage Ihnen, da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Warum verschließt man ihn, wenn dort angeblich nichts ist? Und warum geht Mr. Rucastle jeden Tag persönlich dorthin, um nach dem Rechten zu sehen, wie er sagt? In der Tat, sehr interessant. Und dann dieser Bluthund, der das Anwesen unsicher macht. Aber am schlimmsten ist dieses schreckliche Kind. Ich habe noch nie ein so verzogenes und bösartiges Kind gesehen, Mr. Holmes. Der Kleine schwankt hin und her zwischen Wutanfällen und Trotzphasen. Und seine einzige Freude scheint es zu sein, alle Geschöpfe zu quälen, die schwächer sind als er. Er hat ein unglaubliches Talent, wenn es darum geht, Fallen für Mäuse, kleine Vögel und Insekten zu entwerfen, dieser kleine Teufel. Sind Ihnen sonst noch irgendwelche Dinge aufgefallen, Miss Hunter? Ja, denken Sie nach. Hinter jeder anscheinend unbedeutenden Kleinigkeit kann sich ein entscheidender Hinweis verbergen. Es ist interessant, dass Sie mich danach fragen, Mr. Holmes. Da gibt es in der Tat etwas. An dem Abend, an dem ich in der Villa Blutbuchen ankam und meine bescheidenen Habseligkeiten auspacken wollte, da entdeckte ich, dass eine der Schubladen in der Kommode, die sich in meinem Zimmer befand, verklemmt war. Nun hatte ich allerdings einiges unterzubringen, also rüttelte ich daran, bis sie sich schließlich öffnete. Und in der Schublade, Mr. Holmes, da befand sich nur ein einziger Gegenstand. Und ich bin sicher, Sie würden nie erraten, was es war. Sie werden mich doch nicht auf die Folter spannen wollen, Miss Hunter. Aber nein, Mr. Holmes, natürlich nicht. Es war eine Haarschlinge. Eine Haarschlinge? Ja, Dr. Watson. Eine Schlinge aus wunderschönem langen Frauenhaar. Und ich bin wirklich erschrocken, denn im ersten Augenblick dachte ich, es wäre mein Haar, das ich mir ja schweren Herzens in London hatte abschneiden lassen, um die Stellung bei Mr. Rucastle antreten zu dürfen. Das Haar in der Schublade hatte exakt dieselbe Farbe und Dichte wie mein Haar. Ich schwöre es, Dr. Watson. Nun, ich gebe zu, Miss Hunter, dass Ihr Haar eine besonders schöne Farbe und auch Fülle aufweist. Aber der Fund einer Haarschleife ist sicher noch kein Grund zur Besorgnis. Sehen Sie, Dr. Watson, darum habe ich in meinem Brief ja auch nichts davon erwähnt. Ich dachte mir schon, dass Sie mich belächeln würden, wenn ich diese Sache erzähle. Aber jetzt dachte ich, weil Mr. Holmes doch gesagt hat, dass jede Kleinigkeit wichtig sein könnte. Auf jeden Fall, Miss Hunter. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass diese Haarschleife ein entscheidender Hinweis ist. Das beruhigt mich, Mr. Holmes. Ich dachte schon, Sie würden mich auslachen. Aber niemals, Miss Hunter. Es ist jetzt von entscheidender Wichtigkeit, dass wir den Dachboden der Villa einmal in genauen Augenschein nehmen können. Denken Sie, dass Sie uns unbemerkt ins Haus schmuggeln können? Ach, wie dumm von mir, Mr. Holmes. Das ist ja überhaupt der Grund, warum ich Sie schon so früh belästige. Heute ist Samstag und die Rucastles sind, wie mir gesagt wurde, samstags immer zu einem späten Lunch bei Bekannten in Winchester eingeladen. Sie werden so gegen 1 Uhr fahren. Den Jungen habe ich dann schon für einen Mittagsschlaf zu Bett gebracht und Toller wird die Gelegenheit wahrscheinlich nutzen, um sich zu betrinken, solange die Herrschaften nicht da sind. Wenn Sie also so gegen 1 Uhr da sein könnten, wären wir zumindest für 1-2 Stunden ungestört. Und was ist mit dem Bluthund, der sich auf dem Anwesen befindet? Ach, machen Sie sich keine Sorgen, Dr. Watson. Der ist im Schuppen eingesperrt, solange es hell ist. Das ist in der Tat beruhigend, Miss Hunter. Mein Freund und ich durften nämlich gestern schon nähere Bekanntschaft mit dem Tier schließen. Um Gottes Willen, ich hoffe, Ihnen ist nichts passiert. Ach, nein, nicht der Rede wert. Nur ein paar Kratzer. Sieh an, Watson. Unser Freund Mr. Fowler ist auch schon aufgestanden. Guten Morgen, Mr. Fowler. Das ist übrigens der junge Mann, den Sie allabendlich fortwinken müssen, Miss Hunter. Wir haben uns bemüht herauszufinden, warum er Sie belästigt. Allerdings ist Mr. Fowler nicht sehr erpicht darauf, mit uns Gespräche zu führen. Wie mir scheint, hat sich das heute Morgen geändert. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt Mr. Fowler direkt auf uns zu. Guten Morgen, Mr. Fowler. Darf ich Ihnen einen Platz anbieten? Guten Morgen, Mr. Holmes. Doktor? Miss?
Darf ich vorstellen? Mr. Fowler, ein etwas ungehobelter junger Mann. Miss Violet Hunter, Gouvernante in Diensten von Mr. und Mrs. Rucastle. Gouvernante? Aber... Nein. Oh Gott. Ich muss handeln. Ich muss sofort etwas tun. Hoppla, hoppla. Ein ungestümer junger Mann. Haben Sie gesehen, wie er mich angestarrt hat? Als wäre ich ein Gespenst. Und seine Überraschung, als Sie mich ihn vorstellten, als hätte er erwartet, dass ich jemand anderer bin. Ja, das Verhalten unseres jungen Freundes ist in der Tat merkwürdig. Aber ich bin mir sicher, dass es sich in Kürze zusammen mit all den anderen Merkwürdigkeiten aufklären wird. Ich hoffe nur, dass Mr. Fowler in der Zwischenzeit keine Dummheiten anstellen wird. Und Sie, Miss Hunter, sollten jetzt möglichst schnell zur Villa zurückkehren, damit niemand Verdacht schöpft. Wir sehen uns dann heute Mittag um 1. Wir werden pünktlich sein. Holmes, so warten Sie doch. Warum beeilen Sie sich denn so? Die Klärung dieses Falls darf keinesfalls noch weiter herausgezögert werden, Watson. Vielleicht geht es um Menschenleben. Außerdem haben wir um 1 Uhr eine Verabredung mit Miss Hunter. Und Sie wissen, wie sehr ich Unpünktlichkeit hasse. Sagen Sie, war es eigentlich heute Morgen wirklich Ihr Ernst, als Sie zu Miss Hunter sagten, dass die Haarschlinge ein wichtiger Hinweis wäre? Oder wollten Sie nur nicht unhöflich sein? Es war mein voller Ernst. Die Haare, die Miss Hunter gefunden hat, waren der letzte Stein im Puzzle, der mir noch gefehlt hat. Und Mr. Fowlers merkwürdiges Verhalten hat mich in meiner Theorie nur noch bestätigt. Welche Theorie? Sie haben mir noch nichts von einer Theorie in diesem Fall erzählt. Ach, Watson, wenn Sie ein wenig mehr logisches Denkvermögen bemühen würden, könnten auch Sie 2 und 2 in diesem Fall zusammenzählen. Ja. Nun, offensichtlich kann ich es nicht. Darum wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich an Ihrer Theorie teilhaben ließen. Ah, Mr. und Mrs. Rucastle machen sich pünktlich auf den Weg zu ihrer Einladung. Und wie ich sehe, wartet Miss Hunter bereits an der Tür auf uns. Los, kommen Sie, Watson. Holmes, was ist jetzt mit der Theorie? Ach, also manchmal wünschte ich wirklich, Sie wären etwas gesprächiger. Kommen Sie schnell, Mr. Holmes, Dr. Watson. Ich habe den Jungen ins Bett gebracht. Und Mr. Toller hat sich mit einer Flasche Whisky in sein Zimmer zurückgezogen. Ich habe ihm heute Vormittag seinen Schlüsselbund gestohlen. Jetzt haben wir Zutritt zu allen Räumen in diesem Haus. Das haben Sie wirklich ganz ausgezeichnet gemacht, Miss Hunter. Wenn Sie uns jetzt noch den Weg zum Dachboden zeigen würden, dann werden wir dieser finsteren Angelegenheit bald ein Ende bereiten. Hier, die Treppe hoch. Ich habe eine Lampe für uns besorgt. Im oberen Teil des Hauses ist es nämlich stockdunkel. Leise. Sonst wecken wir das Kind auf. Sagen Sie, Mr. Holmes, können Sie sich schon einen Reim auf all diese merkwürdigen Dinge machen? Genau dieselbe Frage habe ich meinem Freund eben auch gestellt. Aber wie es scheint, ist er heute nicht besonders auskunftsfreudig. Das ist keineswegs so, mein lieber Watson. Ich wollte Ihnen nur nicht die Freude nehmen, selbst auf die Lösung dieses Falls zu kommen. Ja, Miss Hunter, ich sehe in der Tat inzwischen das Band, durch das all diese Merkwürdigkeiten miteinander verknüpft sind. Und ich darf Ihnen versichern, dass nichts Unheimliches dabei im Spiel ist. Es sei denn, Sie möchten die Abgründe der menschlichen Seele mit diesem Attribut belegen. Es tut mir leid, ich verstehe kein Wort, Mr. Holmes. Das werden Sie, sobald wir auf dem Dachboden sind. Glauben Sie mir, Miss Hunter, glauben Sie mir. Nun, da bin ich aber gespannt. Wir sind nämlich da. Hier, diese Stufen führen zum Dachboden. Sehr gut. Wenn Sie so freundlich wären, uns die Schlüssel zu geben. Ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt vorangehen. Ja. Danke. Bitte sehr. Ich danke Ihnen. Watson, wenn Sie so freundlich wären, Ihre Pistole bereitzuhalten. Nur für den Fall, dass ich mich mit meiner Theorie getäuscht haben sollte. Und, Mr. Holmes? Mehr Licht, Watson! Tja, also, für mich sieht das aus wie ein ganz normaler Dachboden, Holmes. Ein dunkles, zugiges Dachgeschoss ohne Fenster.
in dem man ungebrauchte Möbelstücke untergestellt hat. Auf den ersten Blick schon. Aber sehen Sie da hinten, da ist noch eine Tür. Dort hinter der alten Standuhr. Und wenn mich nicht alles täuscht, brennt darin ein schwaches Licht. Helfen Sie mir, Watson. Wir müssen die Uhr von der Tür entfernen. Ja. Miss Hunter, wenn Sie so freundlich wären, das Licht zu halten. So. Ich bin gespannt, ob wir auch für diese Tür den richtigen Schlüssel finden. Ah, passt. Jetzt bin ich aber gespannt, Holmes. Der Raum ist ja leer. Ja, Miss Hunter, das ist er. Allerdings noch nicht sehr lange, wie Sie an der Kerze erkennen können, die noch brennt. Holmes, jetzt haben Sie uns aber wirklich lang genug auf die Folter gespannt. Ich will jetzt auf der Stelle wissen, warum wir diesen leeren Dachverschlag gestürmt haben und was das alles zu bedeuten hat. Ja, Mr. Holmes, auch ich würde das alles jetzt gern endlich verstehen. Also gut. Sie erinnern sich, Miss Hunter, dass es Ihnen merkwürdig vorkam, dass Mr. Rucastle Sie noch nicht einmal kennenlernen wollte, ehe er Sie einstellte. Dass er Sie vielmehr nur nach Ihrer Fotografie ausgewählt hatte. Nun, ich muss gestehen, so unbedeutend mir dieser Sachverhalt am Beginn unserer Bekanntschaft erschien, desto bedeutsamer wurde er, als Sie mir von der Haarschlinge in der verschlossenen Schublade erzählten. Ganz offensichtlich hat sie Mr. Rucastle lediglich wegen ihres Äußeren engagiert, das, wie ich vermute, dem Äußeren einer anderen Person in der Tat bis aufs Haar gleicht. Diese andere Person dürfte wahrscheinlich seine Tochter aus erster Ehe, Miss Alice Rucastle, sein. Was ich aus der Tatsache schließe, dass sie die Haarschleife in ihrem alten Zimmer gefunden haben, das sie ja nun bewohnen. Wahrscheinlich trug Miss Alice in letzter Zeit aus irgendeinem Grund kurze Haare, sodass Mr. Rucastle denselben Haarschnitt auch von Ihnen verlangte. Verstanden? Aber Mr. Holmes, Mr. Rucastle ist alles andere als ein sentimentaler Mensch. Warum sollte er jemand engagieren, nur weil er seiner Tochter ähnlich sieht? Nun, Miss Hunter, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass er es in der Tat nicht aus sentimentalen Gründen getan hat. Aber warum dann? Erinnern Sie sich an das Gespräch mit der Wirtin vom Kupferwald, Watson? Offensichtlich glaubt man im Dorf nicht so recht daran, dass Miss Alice nach Amerika gegangen ist. Im Allgemeinen gebe ich zwar nicht viel auf Gerede, aber meist steckt darin doch ein Gran Wahrheit. Wie? Sie meinen, Miss Alice ist gar nicht in Amerika? Ich bin sogar fest davon überzeugt, meine liebe Miss Hunter. Und noch viel fester bin ich davon überzeugt, dass sie es war, die in diesem armseligen Zimmer hier gehaust hat. Und, wie ich glaube, nicht ganz freiwillig. Kein Mensch hält sich freiwillig in einem solchen Zimmer auf, hinter zwei verschlossenen Türen, von denen eine noch dazu von außen mit einer schweren Wanduhr verstellt ist. Ganz offensichtlich wurden Sie, Miss Hunter, engagiert, um die Rolle von Miss Alice zu übernehmen, die hier oben gefangen gehalten wurde. Und hier kommt der geheimnisvolle Mr. Fowler ins Spiel, den anscheinend eine wie auch immer geartete Beziehung zu Miss Alice verbindet. Denn ihre wesentliche Aufgabe, Miss Hunter, bestand, wie es scheint, darin, diesen jungen Mann, der jeden Abend zum Fenster hinaufschaute, durch ihr Fortwinken davon zu überzeugen, dass Miss Alice an ihm keinerlei Interesse hat. Mr. Fowler hat sich davon allerdings nicht sonderlich beeindrucken lassen. Ah, ja, jetzt verstehe ich auch Mr. Fowlers Reaktion in der Gaststätte. Er war so verwundert, weil er zuerst dachte, dass Miss Hunter Miss Alice wäre. Genau, Watson. Aber warum ist er dann fortgerannt mit diesen merkwürdigen Bemerkungen, er müsse sofort etwas tun und so weiter? Weil er in diesem Moment erkannt hat, dass die Frau, die offensichtlich keinerlei Interesse an ihm zeigt, nicht Miss Alice ist, wie er geglaubt hatte, sondern eine Fremde. Und dass Miss Alice sich demnach irgendwo anders aufhalten muss. Aber Holmes, warum sollte Mr. Rucastle denn seine eigene Tochter gefangen halten? Und vor allem, wo ist sie jetzt? Die Türen waren verschlossen. Wie hätte sie denn fliehen können? Wenn Sie Ihren Blick zur Dachluke wenden würden, mein lieber Watson, dann würde Ihnen nicht entgehen, dass das Fenster nicht nur offen steht, sondern zudem noch die Bretter entfernt sind, mit denen es noch vor kurzem vernagelt war. Wie man an diesen frischen Spuren im Holz erkennen kann. Ja, aber es ist doch viel zu hoch.
Sie kann unmöglich durch das Fenster geflohen sein. Nicht ohne Hilfe wenigstens. Wenn Sie hinaufsehen, finden Sie wahrscheinlich eine Leiter, die jemand von unten an die Wand gelehnt hat. Einen Moment. Es ist unglaublich, Holmes. Sie haben wieder einmal recht. Wie konnten Sie das nur wissen? Ach, nur so eine Vermutung, Watson. Um Gottes Willen, da kommt jemand. Haben Sie Ihre Pistole, Watson? Nein, verdammt, ich habe sie draußen liegen lassen, als wir die Standuhr beiseite geschoben haben. Was zum Teufel machen Sie hier in meinem Haus? Und was haben Sie hier auf dem Dachboden verloren? Wir sorgen für Recht und Ordnung, Mr. Rucastle. Zwei Dinge, die in diesem Hause offensichtlich der Nachhilfe von außen bedürfen. Es ist interessant zu erfahren, wen Sie in meiner Anwesenheit ins Haus lassen, Miss Hunter. Wie es scheint, war es wirklich eine gute Idee meiner Frau, Ihre Loyalität auf diesem Wege zu überprüfen. Packen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie mein Haus. Sie wird dieses Haus verlassen. Und dank Ihres Spürsinns wird es in diesem Haus keine dunklen Machenschaften mehr geben. Wo ist meine Tochter? Das wissen wir nicht, Mr. Rucastle. Aber was wir wissen, reicht aus, um sie die nächsten Jahre hinter Gitter zu bringen. Ihnen werde ich helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie hier lebendig wieder rauskommen, haben Sie sich getäuscht. Toller, den Hund her, schnell! Bringen Sie das Gewehr mit, verdammt! Toller, wo sind Sie? Holmes, mein logisches Denkvermögen sagt mir, dass es jetzt das Beste wäre, wenn wir uns ganz schnell aus dem Staub machen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, mein lieber Watson. Und nehmen Sie Ihre Pistole mit. Es könnte durchaus sein, dass wir sie gleich noch benötigen werden. Doch nicht etwa zu einer Schießerei kommen. Nicht, wenn wir es verhindern können. Allerdings sollten wir uns wirklich beeilen. Oh Gott, diese Bestie von Hund hat sich gegen ihren eigenen Herrn gewendet. Oh, wie grausam, Mr. Holmes. Watson, haben Sie Ihre Pistole? Ja, aber Sie wissen doch, dass ich ein miserabler Schütze bin. Wenn ich auf den Hund ziele, dann könnte ich ebenso gut Mr. Rucastle treffen. Sie müssen es versuchen, Watson. Wir haben keine andere Wahl. Also, auf Ihre Verantwortung. Was ist denn hier für ein Lärm? Oh Gott sei Dank, Mr. Toller, rufen Sie den Hund zurück. Sie sind der Einzige, auf den er hört. Edgar, aus! Komm mal her zu Papi. Du bist doch ein braver Hund. Oh Gott, Charles, sag doch was. Oh mein Gott. Watson, kümmern Sie sich um Mr. Rucastle. Miss Hunter, Sie holen bitte Hilfe aus dem Dorf. Mr. Rucastle muss umgehend in ein Hospital gebracht werden. Sofort, Mr. Holmes. Und Sie, Mr. Fowler, können jetzt hereinkommen, wenn Sie wollen. Woher wussten Sie, dass ich an der Tür stehe? Weil Sie leider nicht besonders gut darin sind, unentdeckt zu bleiben, Mr. Fowler. Die Mittagssonne wirft ihren Schatten für jedermann sichtbar aufs Parkett. Ah, und die Dame an Ihrer Seite ist, wie ich vermute, Miss Alice Rucastle. Ganz genau. Aber woher wissen Sie das, Mr. Holmes. Sherlock Holmes. Angenehm, Mr. Holmes. Aber woher kennen Sie mich? Ich kenne Sie nicht, Miss Rucastle, aber ich weiß um das Leid, das Ihnen angetan wurde. Oh, verzeihen Sie bitte, dass ich so ungeschickt war, Sie hereinzubitten, wo Ihr Vater noch so schwer verletzt auf dem Boden liegt. Er ist nicht mehr mein Vater. Nach dem, was er mir angetan hat, bedrückt mich kein Leid mehr, das ihm zustößt. Ich habe mit diesem Mann da auf dem Boden nichts mehr zu tun. Nun ja, ich muss gestehen, dass ich Ihre Einstellung verstehen kann, Miss Rucastle. Es gibt allerdings etwas, das ich noch nicht verstehe. Warum hat Ihr Vater Ihnen das angetan? Aus Geldgier. Aus purer Geldgier. Ich verstehe nicht. Der ganze Besitz, alles, was Sie hier sehen, gehört mir und nicht meinem Vater. Ursprünglich gehörte es meiner Mutter und als sie starb, hat sie alles mir vermacht. Mein Vater hat sie mit seiner Bösartigkeit ihr Leben lang gequält und sie wollte, dass er nach ihrem Tod nicht einen Penny sieht. Leider schaffte es mein Vater, die Verwaltung des Vermögens an sich zu reißen, bis zu dem Tag, an dem ich heiraten würde.
Tja, damit begann meine Leidensgeschichte, Mr. Holmes. Jeder Mann, den ich kennenlernte, wurde von ihm vergrault. Und meine Stiefmutter half kräftig dabei. Sie ist mindestens genauso böse wie mein Vater, glauben Sie mir, Mr. Holmes. Auch wenn man es ihr vielleicht nicht auf den ersten Blick anmerkt. Sogar meine schönen langen Haare haben sie mir abgeschnitten, damit mich kein Mann mehr mögen sollte. Und dann kam Alex. Mr. Fowler, wie ich vermute. Sie vermuten richtig, Mr. Holmes. Alex hat sich von meinem Vater nicht einschüchtern lassen. Und auch die kurzen Haare haben ihn nicht abgeschreckt. Er wollte mich heiraten und hat einfach nicht aufgegeben. Bis mein Vater dann irgendwann behauptet hat, ich sei nach Amerika ausgewandert. Und damit ich keinen Kontakt mehr mit Alex aufnehmen konnte und damit mich auch im Dorf keiner mehr zu Gesicht bekommt, hat er mich auf den Dachboden gesperrt. Aber auch davon hat sich Alex nicht entmutigen lassen. Ich wusste, dass Alice mich liebt und dass sie nie fortgehen würde, ohne mir eine Nachricht zu schicken. Selbst wenn man sie gezwungen hätte, nach Amerika zu gehen, irgendwie hätte sie mich informiert und ich wäre ihr nachgereist. Also habe ich Mr. Rucastle kein Wort von der Geschichte geglaubt. Wochenlang bin ich um die Villa geschlichen, um irgendein Lebenszeichen von ihr zu bekommen. Mr. Rucastle war fuchsteufelswild, weil er mich nicht los wurde. Entschuldigen Sie deshalb auch bitte, dass ich gestern Abend so unfreundlich zu Ihnen war, Mr. Holmes. Aber ich dachte, Sie beide wären von Rucastle engagiert worden, um dafür zu sorgen, dass ich mich von der Villa fernhalte. Schon gut, Mr. Fowler. Eine durchaus verständliche Reaktion in Ihrer Situation. Nun ja, und dann eines Abends vor ein paar Tagen, da sah ich Alice am Fenster. Ich dachte zumindest, dass es Alice ist. Ich habe mich so unendlich gefreut, sie wiederzusehen, und sie winkte mich weg. Sie sagte mir mit ihren Händen einfach, dass sie kein Interesse mehr an mir hat und dass ich gehen soll. Das konnte ich nicht begreifen. Also ging ich wieder und wieder zur Villa und wieder dieselben Zeichen. Bis Sie dann heute Morgen in der Gaststätte durch uns erfuhren, dass Sie einem Irrtum aufgesessen waren. Genau, Mr. Holmes. Ich war schon fast so weit, dass ich aufgeben wollte. Und dann stellten Sie mir diese Gouvernante vor, die genauso aussieht wie Alice. Und da wusste ich, dass Ihr Vater mich mit diesem Trick überlisten wollte und dass er Alice wahrscheinlich irgendwo gefangen hält oder ihr am Ende sogar etwas angetan hat. Ich schlich mich in die Villa und durchsuchte jeden Raum. Es war mir egal, ob mich jemand entdeckt. Es war mir egal, ob mir Mr. Rucastle eine Kugel in die Brust jagt. Es war mir alles egal. Ich musste Alice einfach finden, tot oder lebendig. Und dann hörte ich endlich hinter der Tür zum Dachboden ein Weinen. Meine Alice war am Leben. Aber ich konnte die Tür nicht aufbekommen. Also habe ich es über die Dachluke mit einer Leiter versucht. Und es hat funktioniert. Gott sei Dank hat es funktioniert. Wir wollten so schnell wie möglich weg. Aber da hörten wir plötzlich das Geschrei hier im Haus. Nun, wie es scheint, hat Mr. Rucastle die gerechte Strafe für seine Taten durch seine eigene Hand erhalten. Er war gerade dabei, den Hund auf uns zu hetzen. Gott sei Dank hat das Tier in seiner Blutrünstigkeit allerdings ein Gespür für Gerechtigkeit bewiesen. Da, der Junge! Oh Gott, er hat alles mit angesehen! Das arme Kind! So tun Sie doch etwas! Haben Sie schon die heutige Zeitung gelesen, Holmes? Nein, aber Sie werden mich sicherlich über die interessanten Neuigkeiten aufklären, die Sie soeben darin gefunden haben. Ja, hier ist ein Artikel über Mr. Rucastle. Er ist aus dem Hospital entlassen worden, allerdings wird er sein Leben lang gelähmt bleiben, weil ihm der Hund die Wirbelsäule verletzt hat. Nun, ich müsste lügen, Watson, wenn ich behaupten sollte, dass mich diese Nachricht vor Mitleid zerfließen lässt. Ja, aber übrigens steht auch die Hochzeitsanzeige von Mr. Fowler und Miss Alice in der Zeitung. Hm. Ich bin schon gespannt, wie lange es dauern wird, bis Miss Hunter die Stelle als Kindermädchen antreten kann, für die beiden sie auf Lebenszeit engagiert haben. Tja, so wendet sich doch letztlich alles zum Guten. Zum Gerechten, Watson. Wie meinen? Nun, Miss Alice erhält einen gerechten Ausgleich für alles, was sie erleiden musste. Das gesamte Blutbuchenanwesen.
und den gesamten Reichtum ihrer Mutter. Und Mr. Fowler den gerechten Lohn für das beharrliche Standhalten seiner Liebe, nämlich Miss Alice. Also wendet sich für die beiden doch alles zum Guten. Ja, für die beiden schon, aber nicht für Mr. und Mrs. Rucastle. Die beiden erhalten ihre gerechte Strafe. Tja, aber Miss Rucastle hat sich doch entschieden, keine Anzeige gegen ihren Vater zu stellen. Er wird nie hinter Gitter kommen für das, was er seiner Tochter angetan hat. Er und seine Frau werden ihr Leben in der schlimmsten Hölle zubringen, die es auf dieser Welt gibt, Watson. Sie werden den Rest ihrer Tage in Armut verbringen und gegeißelt werden von dem kleinen Dämon, den sie sich selbst herangezogen haben. Holmes, Holmes, manchmal kann Ihr vorausschauender Blick einem richtig Angst einjagen. Aber nicht doch, Watson. Die einzigen, die sich fürchten müssen, sind Mr. und Mrs. Rucastle. Ich bin nur froh, dass Sie mit Ihren Vorhersagen nicht immer recht haben. Wenn ich zum Beispiel an den Anfang dieses Falls erinnere. Sie wollten Miss Hunter ja noch nicht einmal empfangen. Nun, Watson, wie Sie sehen, kann auch ich mich irren. Das sollte Ihnen ein Ansporn sein, Ihren eigenen Geist zu trainieren. Vielleicht ertappen Sie mich ja schon im nächsten Fall bei einem weiteren Irrtum. Wer weiß. Wer weiß.